So, in dem letzten Video dieses Jahr werde ich Ihnen zeigen, wie man mit dem LibreOffice Solver lineare Gleichungssysteme lösen kann. Sie sehen hier eine Tabelle, wo das Gleichungssystem so ein bisschen zerstückelt aufgeschrieben ist. Ich werde Ihnen das nochmal zeigen, wie die Logik ist. Die Logik ist folgende: Wir haben das Gleichungssystem hier in seine Teile zerlegt. Hier vorne sehen Sie die Koeffizienten, also diese AI, das A1, das A2, das A3, das A4 von jeder Gleichung des Gleichungssystems steht hier untereinander in einer Tabelle. Sind sozusagen die Zahlen, die normal vor diesem x1, x2, x3, x4 stehen. Und in diesen Zellen hier stehen die Daten, beziehungsweise eben die rechte Seite von diesen Gleichungen jeweils. Und hier oben stehen jetzt erstmal zunächst irgendwelche Textwerte, die Sie einsetzen für x1, x2, x3 und x4. Und in dieser Zelle rechnet Ihnen das LibreOffice einfach aus, was ist einmal x1 plus einmal x2 plus einmal x3 plus einmal x4. Das ist 4. Das würde also mit der rechten Seite schon übereinstimmen. Und Sie sehen bei diesem bereits in dieser Dreiecksform aufgeschriebenen Gleichungssystem, würden hier sogar schon alle Sachen stimmen, dass hier dieses 1, 1, 1, 1 wäre also schon eine Lösung des Gleichungssystems. Das habe ich dann nur am Anfang mal so eingestellt. Normalerweise wird das jetzt so sein, dass wir am Anfang hier irgendwelche Testzahlen haben und das hier eben nicht mit dem übereinstimmt. Und dann soll uns LibreOffice sagen, was muss ich hier oben eigentlich einsetzen, damit das, was in diesen grünen Zellen steht, dasselbe ist wie das, was in diesen roten Zellen steht, weil dann haben wir eine Lösung. Ich werde Ihnen das jetzt demonstrieren an einem Gleichungssystem, das wir in der Vorlesung haben werden. Das ist dieses Gleichungssystem. Da sehen Sie, das hat eigentlich gar keine vier Veränderlichen, das hat nur dieses KA, KB und KC, also drei Veränderliche. Das ist aber nicht schlimm, weil Sie mit dieser einen Excel-Tabelle eben alle Gleichungssysteme lösen können, die höchstens vier Veränderliche haben, also auch mit drei Veränderlichen. Jetzt sehen Sie, das sind die Zahlen, die ich nachher in die Tabelle eintragen muss. 10 minus 4 minus 1 und dann hinten die 17 und so weiter für die anderen beiden Gleichungen. Und wir sehen ja auch schon, was die Lösung ist. Die ist 5, 2 und 3. Okay, wie bekommen wir die jetzt mit LibreOffice heraus? Sie sehen hier nochmal dasselbe. Ich habe das eingetragen. Das Einzige, was hier neu ist, dadurch, dass ich eigentlich die Lösung hier immer für vier Gleichungen und vier Unbekannte mache, habe ich jetzt mal sicherheitshalber diesen vierten Wert auf 0 gesetzt, habe die Koeffizienten ja auch überall auf 0 gesetzt und für die vierte Gleichung auch überall 0 eingetragen. Eigentlich bräuchten wir da nur eine kleinere Tabelle und der Trick ist eben hier, wenn das Gleichungssystem kleiner ist als vier Veränderliche, schreiben Sie für alles, was nicht da ist, also für die Koeffizienten der vierten Veränderlichen und für die vierte Gleichung schreiben Sie überall 0 herein. Ändern müssen Sie immer nur Werte in den farbig hervorgehobenen, also in den gelben und in den orangenen Zeilen, weil wenn Sie jetzt hier gucken, in dieser Zelle rechnet der einfach folgendes: 10 mal 1 minus 4 mal 1 minus 1 mal 1 und da kommt eben 5 heraus und da sehen Sie, das wäre jetzt noch keine Lösung, weil da sollte eigentlich 17 herauskommen. So, jetzt könnte ich hier oben hingehen und einfach mit den Zahlen mal ein bisschen herumspielen. Ah, so, das ist vielleicht nicht so gut. Setze ich da mal 1. Vielleicht ändere ich das hier vorne einfach auf eine größere Zahl. Ah, das ist zu viel. Ne, da sehen Sie schon, da werde ich ja im Lebtag nicht fertig, wenn ich das mache. Deswegen wird das jetzt gelöst. Die Logik ist für diesen Solver folgende: Der braucht immer eine Hauptbedingung. Da nehmen wir einfach die erste Gleichung, die gelöst werden soll. Wir sagen dem einfach, das, was hier steht, soll genau das sein wie das. Und da müssen wir aber noch Nebenbedingungen eingeben, weil gleichzeitig sollen eben auch diese ganzen unteren Gleichungen stimmen. Hier unten habe ich Ihnen so Screenshots in die Tabelle hereingemacht, wo Sie auch nochmal genau nachlesen können, welche Einstellungen das sind. Ich werde Ihnen das jetzt aber auch zeigen. Wenn Sie in Excel arbeiten, dann finden Sie den Solver, wenn Sie das Add-in Solver installiert haben, das muss man gesondert installieren, im Bereich Daten. In LibreOffice, was Ihnen auch in der Prüfung zur Verfügung steht, finden Sie den Solver unter Extras. Ich werde den jetzt mal aufrufen. Extras Solver. Jetzt sehen Sie das Fenster.
Dadurch, dass ich hier die Zelle G10 markiert habe, stimmt das schon. Aber G10 soll eben nicht das Maximum gefunden werden, auch nicht das Minimum, sondern ein ganz bestimmter Wert. Diesen Wert muss man immer als Zahl eintragen. Und die Zahl ist eben das, was da bei B steht. Es soll ja herauskommen 10 mal x1 minus 4 mal x2 minus 1 mal x3 und 0 mal x4, weil das haben wir eigentlich nicht. Das soll, wenn man das ausrechnet, 17 ergeben. Also schreibe ich hier den Wert 17 hinein. Die weiteren beiden Gleichungen in unserem Fall, oder wenn Sie ein Gleichungssystem mit vier Veränderlichen hätten, drei Gleichungen, die werden jetzt hier unten eingetragen. Das geht am einfachsten so, dass Sie immer sagen, aha, ich will haben, dass das, was hier steht, diese 34 in der Zelle G11, das soll ist gleich sein wie das, was in dieser Zelle steht, also die 40. Und hier müssen eben immer Zellbezüge drinstehen und keine Zahlen. Und deswegen müssen Sie da entweder so reinklicken oder Sie würden diese Formeln da hineinschreiben. Das Reinklicken geht in der Regel schneller. Mache ich das hier auch noch. Es soll auch 10 werden, dasselbe wie die 130. Und wenn wir jetzt, das brauche ich eigentlich nicht zu machen, aber ich zeige Ihnen das trotzdem, wenn Sie ein Gleichungssystem mit vier Veränderlichen haben, müssten Sie das eben auch noch für diese letzte Zeile hier machen. Nur das stimmt jetzt in unserem Fall schon, da wird gar nichts passieren. So, wenn Sie das so machen, funktioniert noch gar nichts, weil der Solver muss ja wissen, welche Werte darf der verändern. Und die veränderbaren Zellen, das sind in unserem Fall immer die orangenen. Und dann geht das wieder genauso. Sie klicken zunächst hier in dieses Dialogfeld herein, sehen Sie an dem blinkenden Cursor, und dann markieren Sie den Bereich. So, dann sehen Sie, jetzt steht hier der Bereich von C7 bis F7, das darf verändert werden. Jetzt sind wir noch nicht ganz fertig. Es gibt verschiedene Solver-Verfahren in dem LibreOffice und wir brauchen jetzt einen für lineare Gleichungssysteme oder lineare Ungleichungssysteme. Den kann man hier auswählen, indem man auf Optionen geht. Und bei den Optionen sehen Sie eben, dass es hier als zweites diesen Linear Solver gibt. Den brauchen wir. Hier unten brauchen Sie erstmal nichts zu verändern. Dann gehen Sie auf OK. Jetzt ist der lineare Solver ausgewählt. Nochmal die Einstellung zur Wiederholung. Die erste Gleichung nehmen wir als Hauptbedingung. Das, was in G10 steht, soll 17 ergeben am Ende. Die Nebenbedingung ist, dass die Gleichungen darunter, die drei, auch gleich sind. Und es muss der lineare Solver ausgewählt sein. Und danach können Sie dann auf Lösen gehen. Und dann haben Sie kriegen Sie hier dieses Feld. Da steht jetzt A17 ist herausgekommen. Möchten Sie die Zellwerte übernehmen? Da gehen Sie auf Übernehmen. Und wenn Sie jetzt sehen, hier unten sehen Sie jetzt 17, 40, 130, das stimmt überall überein. Und hier vorne können Sie jetzt in den orangenen Zellen die Lösung des Gleichungssystems ablesen. Das ist 3 mal x1, also 3 für das x1, 2 für das x2 und 5 für das x3. Und wenn wir jetzt nochmal das vergleichen mit dem, was in unserer Tabelle ursprünglich stand, in unserem Gleichungssystem, dann sehen Sie, das kam hier auch raus. Das KC, das war bei uns x3, ist 5. Das KB, das ist x2, das ist die 2. Und das KA, das ist 3, das ist das 1. Es gibt einen ganz kleinen Nachteil. Diese Tabelle funktioniert nur dann zuverlässig, wenn das Gleichungssystem eine eindeutige Lösung hat. Da können Sie dann in der Prüfung einfach mal von ausgehen. Ich will Ihnen mal kurz zeigen, was passiert, wenn das unendlich viele bzw. keine Lösungen hat. Wir könnten hier für die dritte Gleichung zum Beispiel einfach die erste Gleichung nochmal exakt abschreiben. Also 10 minus 4 minus 1 und hinten die 17. Dann sehen Sie, das Gleichungssystem hat jetzt unendlich viele Lösungen. Eine der Lösungen wäre natürlich die Lösung, die hier oben schon steht. Aber wenn wir das jetzt lösen würden, würde Ihnen das LibreOffice eben nicht sagen, ah, das hat unendlich viele Lösungen, sondern das wird einfach nur irgendeine Lösung finden. Die Einstellung hat es sich jetzt gemerkt, solange Sie die Tabelle nicht zumachen, bleiben die Einstellungen gespeichert. Wenn ich jetzt auf Lösen gehe, dann sehen Sie, dass der jetzt irgendeine andere Lösung gefunden hat, die eben auch funktioniert. Sie haben hier keine Möglichkeit zu erkennen, ob das Gleichungssystem genau eine Lösung hat oder unendlich viele, also eine Parameterlösung hat. Wir können es sogar noch mal anders machen, was Sie schon merken, wenn ich genau dieselben Koeffizienten für die dritte Gleichung nehme, aber sage, ah, hier unten soll jetzt mal 50 herauskommen, dann haben Sie zwei Gleichungen, die einander widersprechen. In der ersten Zeile steht
10 mal x1 minus 4 mal x2 minus 1 mal x3 soll 17 ergeben und in der letzten Zeile steht, das soll 50 ergeben. Da wird es jetzt keine Lösung geben. Das kann ich Ihnen auch zeigen, was dann passiert, wenn Sie dann auf den Solver gehen. Einstellungen hat er sich wieder gemerkt und ich gehe jetzt auf Lösen. Dann steht hier, es wurde keine Lösung gefunden, das Modell ist unlösbar, prüfen Sie die Nebenbedingungen. Es ist eben eine unserer Gleichungen, die hier eine Nebenbedingung ist, so, dass ein Widerspruch entsteht und dann finden Sie das auch heraus. Also Sie können mit dieser Solver-Methode herausfinden, a, irgendeine Lösung eines Gleichungssystems oder b, dass es keine Lösung hat. Sie wissen aber nie, ob das Gleichungssystem unendlich viele Lösungen hat, also eine Parameterlösung oder eine eindeutige Lösung. Da werden wir aber in der Vorlesung noch eine Methode kennenlernen, wie wir sehen können, ob das jetzt unendlich viele Lösungen hat oder ob es nur genau eine Lösung hat. Aber ich kann Ihnen sagen, für die Prüfung, wenn da etwas mit Solver zu bearbeiten ist, werden wir das so machen, dass das Gleichungssystem dann auch genau eine Lösung hat. Bei diesem Problem der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung ist das auch immer so, dass Sie da genau eine Lösung haben. Okay, das wäre dann das letzte Video für dieses Jahr gewesen. Schöne Feiertage.